Liebe Parteifreunde, Victor Hugo schrieb einmal, ein Traum ist unerlässlich, wenn man die Zukunft gestalten will. Mein Traum ist eine AfD, die in Bayern mindestens die zweitstärkste Partei ist, der das ganze bürgerlich-konservative Lager sein Vertrauen schenkt und dass sich die Menschen ohne Angst zu unserer Partei bekennen können. Und wir haben dafür in unserem Weinberg viele gute Arbeiter, von einer inkompetenten Regierung bis zu ausreisepflichtigen Messemördern, die uns alle die Wählerstimmen geradezu zutreiben. Aber leider, liebe Freunde, haben wir ein Imageproblem, das uns daran hindert, diesen Traum zu verwirklichen. Und immer, wenn wir die Schwelle zur Gesellschaftsfähigkeit beinahe überwinden, wird irgendwo ein AfD-affiner Reichsbürger oder ein unüberlegter Kommentar auf Twitter ausgegraben und wirft uns um Jahre zurück. Dasselbe gilt für kleinkarierte Streitigkeiten innerhalb der Partei. Schauen wir nur, was dieses Jahr sich in Bremen zugetragen hat. Und schon in der Bibel heißt es, keine Familie, die in sich gespalten ist, wird Bestand haben. Wir müssen uns also auf unsere gemeinsamen Ziele konzentrieren und im Interesse der guten Sache auch einmal etwas wegstecken können. Und wir müssen uns als tadellose Aushängeschilder unserer Partei erweisen. Klug wie die Schlangen und arglos wie die Täubchen. Ich möchte so ein Aushängeschild im Bezirkstag Oberbayern sein. Man kann mir nämlich kaum nachsagen, ich sei ungebildet oder unerfahren. Nach meinen Studien in Utrecht, Den Haag, London und Oxford bin ich mit der höchsten Auszeichnung zum Doktor der Philosophie promoviert, war als Assistenzprofessor für Theologie in den Niederlanden, Professor für Musikwissenschaft und Institutsleiter in England. Zurzeit unterrichte ich an der Musikhochschule in Würzburg. Ich habe darüber hinaus viele Jahre Erfahrung als Musiker, Kunsthändler und in der Arzneimittelherstellung und bin auch derzeit Geschäftsführer einer Gastro-GmbH. Ich bin ganz offenkundig kein Ausländerhasser und es gibt keine fragwürdigen Kommentare von mir irgendwo im Netz. Außerdem habe ich mit niemandem in unserer Partei Streit und so soll es auch bleiben. Denn wir haben alle ein Ziel, ein besseres Deutschland und dazu haben wir ein Mittel, das Parteiprogramm der AfD. Meine Schwerpunkte im Bezirkstag sind dreierlei. Gesundheit, die Bildung unserer Jugend und unsere Kultur. Zum Thema Gesundheit. Langsam offenbaren sich ja die Ausmaße der unsäglichen Corona-Maßnahmen. Als Vater zweier Teenager kann ich davon ein Lied singen. Noch nie haben zum Beispiel Ärzte so viele selbstmordgefährdete Kinder zu sehen bekommen. Dem Bezirk unterstehen viele Einrichtungen für psychische Erkrankungen und ich möchte mich dafür einsetzen, dass das Unrecht, das an unseren Kindern verbrochen wurde, auch wieder gut gemacht wird. Auch am Pflegepersonal mangelt es an allen Ecken und Enden. Aber statt mehr Pfleger auszubilden, importieren wir sie aus Billiglohnländern. Damit muss Schluss sein. Und der Bezirk Oberbayern hat hierfür die Mittel und die Einrichtungen. Und das bringt mich zum Thema Bildung. Wir müssen durch die Bildungseinrichtungen des Bezirks verhindern, dass unsere jungen Menschen zu nutzlosen Taugenichtsen ohne Abschluss und Ausbildung verkommen. Vielmehr sollen sie Erfüllung darin finden, was unsere Gesellschaft tatsächlich höchst nötig braucht. Pfleger, Kindergärtner, Lehrer, Handwerksberufe. Auch müssen wir unsere Kinder vor politischer Indoktrination schützen. Das Kinder- und Jugendprogramm des Bezirks warnt etwa vor den Gefahren des Rechtspopulismus, aber preist Diversität und Vielfalt als unsere Zukunft an. Wir dürfen unsere Kinder aber nicht unter dem Deckmantel der Bildung mit diesem linksgrünen Klima-Gender-Migrationsgift impfen lassen. Mein Hauptthema ist aber die Kultur. Denn selbst wenn wir auf den Ruinen unserer Existenz säßen, würde uns noch immer das unsichtbare Band unserer Kultur verbinden und stärken. Und genau deshalb führen alle totalitären Systeme einen Kulturkampf, um so auch die Herzen der Menschen kontrollieren zu können. Und wir alle fühlen doch diesen Kulturkampf, wenn wir tagtäglich sehen, wie unsere Sprache, Bräuche, Religion und unsere Kunstwerke in den Hintergrund gedrängt werden. Und dagegen müssen wir kämpfen. Nehmen wir das letzte Kulturfestival Zammer des Bezirks. Wo war bitte die Kultur beim Gesundheitspfad oder beim Inklusionskart-Slalom für Behinderte? Und welche Kultur wurde eigentlich gefördert beim inklusiven senegalesischen Trommelkurs? Oder, und das ist mein Lieblingsevent, der Horm ist
nicht in Bayern, nicht in Deutschland, nein, warten Sie, der Horm ist überall. Wenn der Bezirk Kultur gerne mit Steuergeldern fördern möchte, sollte er sich dann nicht vielleicht lieber darauf konzentrieren, dass die wenigsten Kinder noch ein Weihnachtslied singen können, geschweige denn die Bayernhymne? Ja, und wenn Sie es nicht können, wie sollen Sie es dann wieder Ihren Kindern beibringen? Friedrich Hebbel sagte einmal so treffend, die Höhe der Kultur ist die einzige, zu der viele Schritte hinaufführen und nur ein einziger herunter. Zuletzt noch einige Worte zu meinem Stimmkreis Fürstenfeldbruck-Ost. In diesem Stimmkreis fallen überproportional viele der für den Bezirk Oberbayern relevanten Einrichtungen. Es ist also richtig und wichtig, dass Fürstenfeldbruck im Bezirkstag stark repräsentiert ist. Außerdem gilt es, strategisch zu denken. 2018 war mein Stimmkreis der fünftstärkste für die AfD. Ich habe also tatsächlich eine realistische Chance, in den Bezirkstag einzuziehen. Kurz und gut, wollt ihr einen präsentablen Kandidaten, der ein positives Aushängeschild für die AfD ist? Wollt ihr einen Kandidaten, der sich für Gesundheit und Bildung stark macht, vor allem aber für den Erhalt unserer Kultur und Identität kämpft? Und wollt ihr einen Kandidaten, der aufgrund der Stimmenverteilung eine realistische Chance auf ein Mandat mitbringt? Dann, liebe Freunde, gebt mir bitte eure Stimme. Ich danke euch.